Jo Leute und willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, haben mal wieder gegen die zweite Schwester gekämpft, Triller, wie sie heißt. Ja, haben was erfahren. Ja. Scheiße, keine Macht mehr. Er ist zu weit weg. Wir werden problemlos gewinnen. Ja, ja, ihr und problemlos gewinnen. Ist klar. Und runter mit dir. Haha. Bleib zurück, ich schaff das. Verliert ihr nicht aus den Augen. Komm, ich mache ich jetzt so platt. Zack. Oh, hi. Der ist da. Autsch. Autsch, 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 autsch. Warte mal. Was mache ich denn da? So. Und rüber da. So. Autsch. Autsch. Oh fuck. Haltet genügend Abstand. Er ist schnell. Dein Ende ist nah. Alter, 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 Alter. Du kannst nicht siegen. Ich werde nicht zu deinem Opfer. Dieses Kind hat Angst vor uns. Rück auf den Feind vor. Ach, der ist echt schnell. Jawohl! Sehr schön. What the fuck? Willst du mich verarschen? Und tschüss. Ein Opfer für den hier begrabenen Weisen. Damals wurde es als wertvoll angesehen. Okay.
Willen. Scan. Jotos. Hier lang. Du hinterhältiger Sturmtruppler, Alter. Oh mein Gott. Komm, schieß. Alter Schwede, ich brauch Heilung. So, meditieren. Zwei Punkte schon wieder. Lol. So. Auf sie mit Gebrüll. Mach ihn platt. Komm schon. Jawohl. Okay. So. Wie war das denn nochmal? Ja, geht kaputt. Geh mal bitte drauf, dankeschön. Kurz mal meditieren. Was?
Nein! Scheiße. Verdammt. Ich glaube, ich musste das noch gar nicht nach oben machen. Ach ne, das ist das. Warte mal. Nee, das führt zu nix. Wie war das denn nochmal? Muss doch nach oben. Nein! Du willst mich doch verarschen! Ey, nochmal nach oben. Du willst mich doch verarschen, willst du mich verarschen, Mann? Oh Gott! Ja, ist klar, willst du mich verarschen? Ey, Mann. Was soll der Mist? Ich will doch einfach nur da nach oben, ey. Mein Gott. Verhindern wir das Erlöschen der Kerze. Ja, wir können ihre Metallgehäuse benutzen. Jetzt bitte einfach da nach oben, Kerl. Bitte einfach darüber. Dankeschön.
Ja, ist klar. Willst du mich ver... Och, Mann. Oh nein, hier war ich doch. Hier war ich doch. Irgendwann gehen ihm die Stimms aus. Warte nur. Hier war ich doch, ich Idiot. Mein Gott. Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Gut gesehen. Augen nach oben. Dran bleiben. Wie war das denn nochmal? Ey. Ah, guck mal da. Okay, warte mal. Scheiß Wasser. Ach, dieses scheiß Wasser, ey. Geht doch. Mein Gott, Alter. Ich glaube, ich hab's nicht gesehen. Es geht doch. Oh Gott. Blind. Na endlich. Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictrul am Gewölbe auf Bogana. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium. Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Was? Ja, und los geht's. Ja, sehen wir es uns an. Neues Poncho-Material. Na, komm, nehmen wir das.
So, mit Speichern. Wovon redest du? Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Upgrade beschaffen. Eine Suchtdroiden-Steuereinheit. Wie ist das, andere Droiden zu hacken? Ja, ich find's auch komisch, andere Leute zu hacken. Für die gute Sache, richtig? Hacken, Suchtruide. Nice. Cool. Wir sollten die Mantis anfunken. Triller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich höre sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. Kehre zu Mantis zurück. Niemand hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Abkürzung freigeschaltet. Ist hier jetzt der richtige Weg? Hier ist gar nichts. Auf einen Schlag ausgeschaltet. Nice. Kannst du das Ding hacken? Hacken? Das würde ich ohne dich tun. Ich sehe dich, Jedi. Nein, Freund. Und tschüss. Scan. Ausschlüsselungstruppler, Kommandeur. Schon mitnehmen. Ein imperialer Offizier hat ihr ein Relikt versteckt. Sie wollte dadurch die Gunst des Imperators erlangen. Aber ihre Täuschung machte sie leichtsinnig. Ja, das war doch der richtige Weg. Medizin.
Freunde, wisst ihr was? Zu Mantis gehen wir beim nächsten Mal zurück. Ja, ich würde sagen, hier ist erstmal Schluss mit Star Wars Jedi Fallen Order. Ich war sehr lost heute, in dieser heutigen Folge. Aber sei es drum, wir haben es ja im Endeffekt ja dann doch geschafft, weiterzukommen. Ja, Freunde. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Star Wars Jedi Fallen Order. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.